In diesem Video möchte ich euch mal die Fritzbox 4040 vorstellen und warum es durchaus Sinn macht, die in ein Heimnetzwerk zu integrieren. Ich vermute einfach mal, dass sich viele die Frage stellen, für was brauche ich denn die Fritzbox 4040? Vielleicht ist die euch schon mal beim Recherchieren über den Weg gelaufen und ihr seid nicht so richtig schlau draus geworden, weil die ja nicht an einem direkten DSL-Anschluss betrieben werden kann. Die kann weder an einem Cable-Anschluss, also an einem Kabelanschluss betrieben werden, noch kann die an einem DSL-Anschluss direkt betrieben werden. Warum? Naja, die hat kein eingebautes Modem. Die hat hier hinten zwar einen WAN-Stecker und 4 Ports, aber an diesen WAN-Stecker brauche ich gar nicht versuchen, ein DSL anzuschließen, denn das wird am Ende nicht funktionieren. Ich kann in die Fritzbox nicht mal Zugangsdaten eingeben. Ja, für was ist die denn dann überhaupt gut? Naja, AVM beschreibt das ein bisschen, was vielleicht nicht so ganz verständlich ist, als ideal für den Kabel- und DSL-Anschluss oder Netzwerk, ja. Aber hinter dem bestehenden Modem kann man das erst anschließen. Das steht dann nochmal hier unten. Der flexible WLAN-Router für das Heimnetz am Kabel oder DSL-Modem. Und ich würde da direkt mal widersprechen. Ja, kann man machen, halte ich aber für Blödsinn. Viel mehr Sinn macht es, wenn man einen Kabelanschluss hat oder einen DSL-Anschluss von der Telekom hat, sich direkt eine Fritzbox zu kaufen, die damit umgehen kann. Das ist viel komfortabler, da kann man die ganzen VoIP-Funktionen benutzen und da kann man DECT benutzen. Das wäre zum Beispiel beim DSL-Anschluss die 7590 und für Cable-Anschluss gibt es da auch entsprechend Boxen, die ich euch natürlich mal in der Videobeschreibung verlinke. Also, damit habe ich jetzt aber immer noch nicht beantwortet, für was die hier gut ist. Naja, ihr müsst euch das so vorstellen. Ihr habt jetzt erstmal eine gekauft, die 7590 zum Beispiel, und ihr seid in der luxuriösen Lage, dass ihr in jedem Zimmer bei euch einen LAN-Anschluss gelegt habt. Also ihr habt euer Haus mit LAN-Kabeln verkabelt und habt aber trotzdem natürlich nicht in jedem Zimmer eine vernünftige WLAN-Anbindung, weil die Box, die vielleicht im Keller steht, da wo der Telefonanschluss reinkommt, gar nicht das WLAN in die anderen Stockwerke bringen kann. Ihr wollt aber natürlich da trotzdem eine vernünftige WLAN-Verbindung haben. Da macht ein Repeater überhaupt keinen Sinn in so einer Konstellation. Also wenn ihr zum Beispiel ein Kabel gelegt habt, weil einfach das Kabel mit Gigabit deutlich schneller ist, als ein Repeater jemals sein könnte. Und wenn man jetzt quasi an dieses Kabel ein Gerät anschließt, das wiederum ein WLAN aufspannt, dann hat man eigentlich die beste Verbindung, die man so aktuell haben kann. Und da kommt jetzt hier die 4040 ins Spiel. Die kann nämlich über die LAN-Ports einfach als Client in das bestehende Netzwerk eingespeist werden und spannt dann ein WLAN N und WLAN AC auf, steht hier auch nochmal drauf, WLAN N und WLAN AC, also Dual-WLAN nennen die das. Und ja, damit habe ich dann quasi in den Räumen ein WLAN aufgemacht. Die Box ist relativ günstig mit 70 Euro, für eine Fritzbox ist das okay. Kommen wir aber auch gleich dazu, was die Box denn nicht kann. Die kann nämlich zum Beispiel kein DECT, die ist keine DECT-Basisstation. Deshalb habe ich gemeint, macht es mehr Sinn, eine andere Box am Kabel- oder DSL-Anschluss zu betreiben, die das alles kann. Und die Box benutze ich dann nur noch, um mein Netzwerk zu verbreiten. Die kann natürlich dann auch entsprechend als Switch genutzt werden. Hier unten habt ihr ja dann noch 3 LAN-Ports frei. Das heißt, ihr könnt auch einen Fernseher und sowas anschließen. Zusätzlich ist hier an der Box noch ganz komfortabel, dass sie hier einen USB 3.0 Anschluss hat. Hier an der Seite nochmal einen USB 2.0 Anschluss. Das heißt, da kann man also durchaus einen USB-Stick, eine Platte oder sonst was reinstecken. Oder sogar, ich glaube, doch Drucker geht auch. Ja, habe ich sogar schon mal konfiguriert, fällt mir ein, an der 4040. Da kann man also auch USB-Drucker, die gar nicht netzwerkfähig sind, netzwerkfähig machen. Das funktioniert ziemlich cool, finde ich, bei den Geräten. Ich habe wirklich schon ganz viele 4040er verbaut, einfach in Haushalten, die über mehrere Stockwerke gehen. Und die 4040 hat zudem noch den Vorteil, die kann auch noch als Repeater eingesetzt werden. Macht nicht unbedingt viel Sinn, weil die nicht so starke WLAN-Module mitbringt. Da ist zum Beispiel die 7590 die allerstärkste, was WLAN-Module angeht. Oder der Repeater 1750E, der hat auch stärkere WLAN-Module drin, aber der hat dann den Nachteil, dass ich dann immer noch nicht diese Switch-Funktionalität habe. Denn das macht zum Beispiel Sinn, wenn ich jetzt einen Fernseher habe und die Fritzbox dann als Repeater hinter den Fernseher stelle, kann ich den Fernseher auch gleich hier mit Kabel anschließen und muss da nicht das WLAN mitnerven. Nebendran habt ihr jetzt auch noch einen Powerliner liegen. Der hat ähnlich wie der Repeater so ein paar Nachteile im Vergleich zu 4040. Wenn ich eine Powerline-Verbindung habe, kann ich ja das genauso machen. Kann ich meine 2 Powerline-Module quasi erstmal verbinden. Nur den würde ich nicht als WLAN-Modul nehmen, sondern würde den 1220E zweimal kaufen und das andere Ende quasi wieder hier reinstecken und dann analog zu dieser Kabelverbindung, was ich gerade beschrieben habe, verfahren. Das hat den eleganten Vorteil, dass ich hier nur WLAN N habe mit 300 Mbit. Hier habe ich dann WLAN AC und zusätzlich habe ich dann noch den Komfort,
USB-Geräte einstecken zu können und ich habe hier wieder die Switch-Funktionalität. Der Aufpreis zu diesem Setup, das ich jetzt empfohlen habe, ist nicht so hoch, auch bei Powerline ist das nicht hoch und durchaus ja, soll im Preisrahmen sein, denke ich, und die Features, die man dazu bekommt, die sind mir auf jeden Fall das Geld wert. Also ich hoffe, das war jetzt verständlich erklärt. Die Fritzbox 4040 eignet sich also sozusagen als Erweiterung für das schon bestehende Heimnetz. Man kann dann neue WLANs aufspannen und man kann auch die Kabelverbindung weiter nutzen. Das ist also so die typische Access Point Fritzbox und das zu einem relativ günstigen Preis. Man kann dann auch noch hier wie so ein kleines NAS dran betreiben, indem man da einen USB-Stick reinsteckt. Also da kann man wirklich viel machen. Und was mir da halt auch dran gefällt ist, wenn ich jetzt hier so einen Powerliner kaufe, dann bin ich einfach auf diese Powerline-Funktionalität festgelegt. Wenn ich die irgendwann mal nicht mehr nutze, den kann ich zum Beispiel nicht als Repeater konfigurieren. Ja, dann liegt der irgendwie doof rum. Aber die 4040, wenn da sich da mal die Nutzung ändert, kann ich die irgendwie immer noch sinnvoll einsetzen. Und wenn es nur als Switch ist oder irgendwie als kleines NAS oder so, also ich finde dafür die immer noch mal eine Verwendung, wobei ich so diese Repeater und Powerline-Teile irgendwie dann, ja, die haben entweder gemacht, genau das, für was sie vorgesehen sind, oder dann wird schon schwierig. Was soll ich damit dann machen ansonsten? Deshalb, ja, für die Nachhaltigkeit fand ich immer die 4040 echt super. Gerade so als Access Point und mit dem ganzen Komfort, den man mit dem Fritz OS halt eben hat. Ich würde mich jetzt mal über eure Kommentare freuen, wie ihr dieses Video fandet. Habt ihr verstanden, für was die 4040 eingesetzt werden kann? Oder war das jetzt doch ein bisschen schlecht erklärt? Habt ihr selber so ein Setup im Einsatz? Und wie zufrieden seid ihr damit? Könnt gerne die Kommentare nutzen.